Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und ja, das Event hat begonnen. Als allererstes kommt hier ein Mushas, wie ich schon vermutet hatte, dass Mushas etwas häufiger auftreten wird, damit man es zur Austoss entwickeln kann. Aber Austoss ist halt, ja, eigentlich kein schlechtes Eis-Pokémon. Eigentlich sogar besser als Lapras, aber jeder möchte Lapras, weil Lapras sehr selten ist. Und Mushas ist halt nicht so selten. Trotzdem freue ich mich aber auch immer wieder auf die Weiterentwicklungen, wie hier dieses Ledibar. Einfach göttlich, immer mal wieder ein Ledibar fangen zu dürfen oder überhaupt eine Weiterentwicklung zu finden. Das gibt immer so diesen kleinen Kick, yay, noch mehr Sternenstaub, ohne Probleme. Vor allem, weil man einfach als Dorfspieler nicht so viele Pokebälle hat und man oft woanders hinfahren muss, um überhaupt seinen Beutel voll zu kriegen. Ja, das ist halt das ewige Leid eines Dorfspielers, aber damit möchte ich euch jetzt auch nicht belästigen. Ja, es gibt dreifache EP-Boni beim Fangen. Das ist natürlich heftig. Manchmal überlege ich echt, den Curveball sein zu lassen und Hauptsache, ich treffe überhaupt richtig an der richtigen Stelle und so. Ja. Gestern erstmal nur versucht, es so gut wie möglich zu treffen. Hier war es jetzt großartig und ein- oder zweimal war es auch einfach fabelhaft, ob es jetzt einmal sogar auch mit ersten Wurf. An für sich super. Also die EP, die kann sich sehen lassen. Ob ich jetzt deswegen ein Glücksei kaufe? Wahrscheinlich nicht, weil mir nämlich die Coins gar nicht reichen. Die haben gerade so gereicht, um mir so 8 Brutmaschinen zu kaufen, weil die Eier, ja, die Eier, die haben es in sich. Dazu komme ich vielleicht später. Hier, ein Hund-Oster, habe ich mich mega drüber gefreut. Bei 668 war ich natürlich etwas geschockt und habe gedacht, oh, ob ich da jetzt lieber eine Himbeere werfen sollte. Ich soll es einfach sein lassen. Ich sollte es einfach sein lassen und nur noch Sananabären werfen. Ich habe schließlich sehr viele. Gerade jetzt, das ist wie, ja, wie gesagt, wie ich schon im letzten Event gesagt habe, im Endeffekt haben wir jetzt überall ein Nest. Überall tauchen Punita, Hunduster, Fukano, vor allem auch die Starter, Glumanda sind gut vertreten, Feuerriegel ist gut vertreten, also ich habe zumindest mal gestern ein Feuerriegel gefangen, das Gameplay sieht ihr auch gleich dazu. Glumanda habe ich verpasst, habe ich aber glaube ich zweimal vielleicht sogar einen Tracker gesehen, also von daher, ich muss sagen, es ist relativ gut ausgeglichen, aber es tauchen natürlich zu 20%, würde ich jetzt mal behaupten, tauchen ja trotzdem noch Hornius, Weberak, Visor, Taubsi auf. Aber naja, natürlich, die kann man entwickeln, klar. Aber es würde, also wenn jetzt nur Feuer- und Eis-Pokémon, vor allem kommen mehr Feuer-Pokémon. Eis-Pokémon habe ich jetzt sehr wenige. Also, ne, ein Mushas, gleich noch ein Europe. Aber was richtig, richtig krass ist eigentlich, dass die Mobilfunkverbindung ist ganz merkwürdig gestern gewesen. Hier gibt es gerade einen Fehler, wo ich gerade einen Hund-Oster anklicken wollte. Dann hat das einfach partout nicht geladen. Dann war es ein Fehler, dann war es weg. Dann habe ich den Pokestop gedreht. Pokestop drehen geht doch. Und dann auf einmal taucht das Hund-Oster doch wieder auf. Ich wollte eigentlich, dass das Hund-Oster direkt vor dem roten Haus ist. Aber naja, es ist ihr habt das rote Haus gesehen, ist ja auch nur in Ordnung, oder? So, also das mit der Mobilfunkverbindung, das ist halt dann doch recht blöd. Also mir ging's, warum ich überhaupt heute nachkommentiere, liegt einfach daran, dass es mir gestern wirklich nicht besonders gut ging.
Ich hatte Kopfschmerzen und wollte einfach nur mich bewegen. Und Pokémon Go zocken ist an für sich kein Thema, aber dabei noch emotional zu quatschen, das ist halt dann nochmal ein bisschen anstrengender und das habe ich dann halt sein gelassen und mich eher auf das Fangen konzentriert. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, das heißt, ich bin dann auch gar nicht so durch die Gegend gelaufen, bin dann auch relativ kurz draußen gewesen. Hier kommt ein Jurob, genau. Und ja, also was dann halt, es geht einem schlecht und gleichzeitig will die Mobilfunkverbindung einfach nicht das tun, was sie soll. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was da los ist. Entweder O2 baut wirklich extrem ab und ich muss möglichst bald doch wechseln. Also ich werde auf jeden Fall irgendwann mal was anderes ausprobieren. Aber vorher werde ich meine O2-Verbindung halt mal im Ausland ausprobieren, weil ab 13.06. darf ich mit meinem Datenvolumen ins Ausland. Und das ist richtig, richtig cool. Vor allem, weil es ja bei mir bald in den Sommerurlaub geht, wo ich dann auch leider etwas schlechtere Nachrichten für euch, für meine Abonnenten habe. Aber wenn ich überlege, dass einige Abonnenten wahrscheinlich selbst so eine Art Sommerpause eingelegt haben und auch nicht mehr so viele Videos schauen, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ich sage, ich werde bald auch sozusagen eine Sommerpause machen. Es werden mehrere Tage und Wochen keine Videos keine Videos hochgeladen, weil ich einfach dann eventuell die Möglichkeit dazu nicht habe. Und ich möchte es einfach vorher schon mal angekündigt haben, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Nicht, dass ihr wartet und aktualisiert ständig eure YouTube-Seite von den Abonnenten und es kommt und kommt einfach nichts. Hier mein erstes Feurigel, das ist richtig, richtig klasse, mit einer Sananabeere und Hyperball war ich mal richtig mutig. Ich habe gedacht, das muss gehen. Und dann auch noch einfach fabelhaft, das gibt's einfach nicht, das kann einfach nicht sein. Und dann, ja. Dann hat sich die Mobilfunkverbindung wieder mal genau an der richtigen Stelle verabschiedet. Oder ich weiß es nicht, ob einfach nur kein Traffic durchgekommen ist, weil in unserem Dorf hier gerade ein Beachfest ist, ich glaube 3 Tage lang. Und es kann sein, dass es hier nur eine Zelle gibt im ganzen Dorf und diese Zelle ist so übermaßen überfüllt, dass die Leute ständig irgendwas twittern und Facebooken und Google Plusen, was auch immer. Hauptsache soziale Netzwerke irgendwie mit Fotos hochladen, Videos hochladen, keine Ahnung. Und das könnte zum Beispiel einer der Gründe sein, warum das Spielen hier aktuell richtig, richtig übel ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum das sonst so ist, weil so schlecht war es noch nie. Aber unser Dorf ist auch momentan nicht so überlaufen und voll mit Autos. Gestern war es aber so. Naja, wer weiß. Oder O2 ist einfach nicht mehr gut genug für mich und ich müsste eigentlich das Netz wechseln. Was eventuell dann auch noch kommt, das war jetzt eigentlich immer noch so in der Probierphase. Ob ich mit dem Netz, was ich habe, noch hier im Dorf spielen kann oder nicht. Aber gestern war es dann doch schon so, oh, hätte ich jetzt eine andere Karte, hätte ich jetzt eine andere Karte reingemacht. Ich habe zwar schon Karten besorgt, aber ich will die Karten noch aufheben für den Urlaub, falls ich noch Traffic brauche. So, dieses Ei ist natürlich nicht aus dem Event, dennoch passt es schon wieder zum Event. Aber eigentlich habe ich es nur drin gelassen und nicht rausgenommen, weil 2500 EP, Wahnsinn! Fünffache EP-Boni bei Eier ausbrüten. Wie ihr seht, ich habe noch was vor. Ich habe definitiv vorgesorgt. Ich habe mir gesagt, ja, wenn das Event startet, werde ich auf jeden Fall mal alle Eier ausbrüten. Und wenn ich schon 8 Brutmaschinen gekauft habe, die ich dann dreimal verwenden kann, sollte ich sie diese Woche definitiv noch nutzen. Die EP sind geschenkt.
Weil ich sag mal so, ich hätte normalerweise so oder so eine Brutmaschine gekauft. Ich kaufe zwar in letzter Zeit immer nur Brutmaschinen für 10 Kilometer, aber wenn der Beutel voll mit 5 Kilometer ist, geht er halt nicht mehr viel. So, ich bin eigentlich schon am Schluss für heute. Das Radikal ist das letzte Pokémon, das ihr heute sehen werdet. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick gewinnen, inwiefern welche Pokémon bei mir so aktuell auftauchen. Ich denke aber, morgen oder übermorgen kommt noch mal ein Video. Bis zum nächsten Mal.